Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Player-Modus im Hater-Focus-Box von John Weber und Yuri. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Player-Modus im Hater-Focus von John Weber und Yuri. Das Ganze im Jahr 2015 erschienen und es gab zu dieser Box zwei Versionen. Und zwar gab es einmal die Player-Modus im Hater-Focus Haterbox Edition. Die habe ich euch schon vor einiger Zeit vorgestellt. Video natürlich auf meinem Kanal zu finden. Und heute ist es endlich soweit. Heute ist es Zeit für die Player-Box Edition. Ja, so sieht das Ganze aus. Also vom Design her ziemlich nah dran an der Haterbox. Nur ist eben der Schriftzug Player-Modus im Hater-Focus Gold anstatt Rot. Und darunter lesen wir eben Playerbox Edition statt Haterbox, logischerweise. Gut, wir haben hier einen Barcode. Das Ganze ist eine reguläre Kartonbox, rundherum braun. Und wir haben hier eben auf der Oberseite einen Sticker, auf dem das Ganze hier zu lesen ist. Ansonsten wirklich schlichte Kartonbox. Wir schauen mal hinein. Und zwar haben wir hier einmal ein Shirt noch eingepackt in Folie. Dann haben wir das Album Player-Modus im Hater-Focus. Und dann haben wir das Album, wodurch sich die Box unterscheidet von der Hater-Box. Und zwar Money Rain Soldiers, die Soldiers Edition. Dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir einen Sticker, zwei Autogrammkarten und ein Poster. Von innen die Box glatt braun, also klassische Kartonoptik. Wir machen die Box mal wieder zu, geben das Ganze zur Seite und dann starten wir gleich direkt mit dem Inhalt. Nachdem hier sowohl die beiden Alben als auch das Shirt noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal rausholen. So, einmal das Shirt und dann die beiden Alben. So, wir haben, hier brauchen wir gar kein Messer, lässt sich das hier an der Seite öffnen. Einmal das Album an sich, Player-Modus im Hater-Focus und was in meinen Augen deutlich wichtiger ist oder für mich das eigentliche Highlight dieser Box ist, das ist dieses gute Stück hier auch noch original verpackt und auch dieses werden wir jetzt mal aus der Folie befreien. Jawohl. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Player-Modus im Hater-Focus, John Weber und Yuri. Oben lesen wir noch Money Rain Entertainment präsentiert. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Goldener Rahmen rundherum und dann die beiden Interpreten hier in der Mitte zu sehen. Auf der Seite lesen wir auch wieder Player-Modus im Hater-Focus. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Automatik, San Diego und Locke. Also 15 Tracks und darauf 3 Features, Credits und Barcode. Dann haben wir das Booklet, dieses ganz schlicht gehalten. Links haben wir John Weber, rechts Yuri, in der Mitte Player-Modus im Hater-Focus. Also, das war das Booklet. Hier hinten auch nochmal der Albumtitel und die Credits zum Album. Die CD ebenfalls in Schwarz-Weiß und Gold gehalten. So sieht das aus. Oben noch das Logo von Money Rain CD. Und auf der Rückseite haben wir goldene Ketten en masse hängen. Schön gemacht. So, dann haben wir das Bonusalbum Money Rain Soldiers in der Soldiers Edition. Money Rain, hier noch das Logo. Das Ganze auch in einem Standard Jewel Case hier mit schwarzem Balken. Wir sehen hier, dass die Verpackung, also die Folie, die ich abgemacht habe, hier leichte Rückstände auf dem CD-Cover hinterlassen hat. Eventuell werde ich das Ganze dann mal umsiedeln,
in ein neues Joule Case, dass das Ganze dann hier nicht mehr beschädigt ist. Schauen wir mal, oder beschädigt, dass die Optik hier nicht so leidet unter diesen ja, Kleberresten. Auf der Seite lesen wir Money Rain Soldiers Soldiers. Und wir haben die Tracklist mit 16 Tracks an der Zahl. Was man hier sehen kann, keine Features aufgeführt. Wir haben einen Remix-Track dabei, aber keine Features. Also das ganze Album von San Diego und John Weber. Dieses Album ist, soweit ich informiert bin, mittlerweile echt eine gute Menge Geld wert. Und wie viel die Box mittlerweile wert ist, will ich gar nicht wissen. Aber das Album an sich geht für mehrere hundert Euro weg. Also wenn ihr die in eurer Sammlung habt, dann könnt ihr euch echt glücklich schätzen. Ich habe lange nach dem Album, vor allem in Verbindung mit der Box, gesucht. Habe es jetzt vor einiger Zeit endlich geschafft, das Ganze zu erwerben. Jetzt schauen wir mal hinein. Da kommt uns das Booklet entgegen. Und zwar haben wir hier San Diego auf der linken Seite, auf der rechten Seite John Weber. Und dann haben wir hier noch die Tracklist inklusive der Informationen, wer das Ganze produziert hat. So sieht das aus. Schön gemacht. Und dann hier könnte man eventuell als Wendecover verwenden Money Rain. Und hier unten lesen wir noch Money Rain Entertainment präsentiert. Also, die Optik mit diesem Schwarz-Rot und Silber gefällt mir richtig gut. Also Schwarz-Rot und Weiß ist meine absolute Lieblingskombination, die hier auf der CD ebenfalls vorzufinden ist. Und dementsprechend auch Schwarz-Rot-Silber bei mir hoch im Kurs. So sieht die CD aus. Money Rain Soldiers Edition lesen wir hier. Und das Ganze in Schwarz gehalten, die Halterung. Gut. Dann kommen wir zum weiteren Boxinhalt, und zwar haben wir zwei Autogrammkarten, und zwar einmal John Weber mit goldenem Stift unterschrieben und dann noch Yuri ebenfalls mit goldenem Stift unterschrieben, Rückseiten blank weiß und beide im Hochformat. Dann ein Sticker quadratisch, auch hier lesen wir wieder die Interpreten und den Albumtitel. Zusätzlich bekommen wir dann noch ein Poster in A3. So sieht das aus. Links Yuri, rechts John Weber. Mit Goldketten. Das Ganze im Hochformat und eben einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt bekommen wir dann noch ein Shirt. Und zwar dieses hier. Schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Money Rain hier groß auf der Brust. Sowohl der Schriftzug als auch das Logo. Neckprint haben wir keinen. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Money Rain Schriftzug und darunter das riesengroße Logo von Money Rain. Erinnert natürlich sehr stark an das Logo von Maybach und ist relativ schlicht gehalten in weiß und schwarz. Hier dieser Brustaufdruck. Aber es gefällt mir richtig gut und kann man in meinen Augen durchaus anziehen. Und was ich jetzt vorhin vergessen habe, wie immer schauen wir natürlich noch kurz, womit wir es zu tun haben. Und zwar haben wir hier ein Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in, schwer zu lesen, da, hier haben wir es, made in Marokko. Grüße gehen raus. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, der quadratische Sticker, die beiden Autogrammkarten, das Bonusalbum Money Rain Soldiers und natürlich das Album an sich Player-Modus im Hater-Fokus. Also vom Boxinhalt ident wie auch schon die Haterbox, allerdings eben mit diesem Album zusätzlich. Das ist das Special in dieser Edition. So, das alles in dieser wunderbaren Box. Player-Modus im Hater-Fokus Player-Box Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr John Weber und Yuri unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.